Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten-Radhut, beim Clan, ja, noch im Tirol 1809 und ja, es ist mir mal wieder ein Angriff gelungen, kaum zu glauben, aber wahr. Nämlich mit dem RH10 hier bin ich aktuell im Clan mit dabei. Wir spielen so einen kleinen 15er hier, bevor wir, ihr habt das ja gehört, am 30. hier nochmal einen richtig großen 50er Clankrieg spielen. Ich muss sagen, ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache, denn am 30. startet er, am 31. bin ich schon mal einen ganzen Tag nicht da, aber ich bin natürlich abends dann wieder da, also samstags, abends, sonntags, und dann müsste das eigentlich auch mit dem letzten Clankrieg hier für mich mit dem Avatar klappen und habe mich hier zu einem Bowler Walk, das heißt also Bowler Heiler Kombi entschieden, 4 Mauerbrecher, oh, entschuldigt bitte, die jetzt hier durchgehen und nur einen Sprung, der jetzt hinten, das seht ihr, in alle Compartments hier geht, also in alle Abschnitte, sofern mir meine Bowler jetzt nicht alle sterben. Ich habe natürlich immer, oder man hat eigentlich immer Sorge, dass die alle irgendwo in den Riesenbomben landen, habe dann gesehen, dass hier oben jetzt schon gar keine Bowler mehr mit Heiler gehen, aber hier unten gehen noch so ein paar mit Heiler und geht eigentlich ganz gut, glaube ich, es ging ganz gut durch die Mitte durch und dann waren es auch nur noch so ein paar Gebäude. Hinten habe ich jetzt schon Lakis gesetzt, allerdings, ja, da achte ich auch nie drauf. Ich habe jetzt zwar Clean-Up-Lakis, aber hier kommt ja gleich die Luftabwehr. Das heißt also, der Laki wird nicht lange überleben. Ich habe aber noch 2 bzw. 3 Stück dabei für ein Clean-Up, solltet ihr auch immer dran denken. Und die setze ich hier oben jetzt, glaube ich, gleich schon in der Ecke. Also jetzt ist der Laki zumindest schon mal Geschichte hier rechts. Und aber es sind nicht mehr so viele Gebäude da. Und jetzt setze ich die Lakis auch, wenn ich weiß, dass die eigentlich nicht überleben werden. Ah, sie werden doch überleben. Okay, die Luftabwehr ging also doch noch mit weg. Und ich glaube, dann war das ein ganz netter Angriff hier. Gelingt mir auch nicht alle Tage. Und waren zumindest 3 Sterne hier im laufenden Clankrieg. Ich glaube, der Clankrieg ist noch nicht vorbei. Ich glaube, wir gewinnen ihn. Und wollen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Also im Moment bin ich eigentlich ganz gut zufrieden mit dem Avatar. Ich habe wieder einiges an Bauarbeitern am Laufen. Das heißt also, es geht auch ein bisschen aufwärts mit der Base. Und ihr seht das jetzt hier oben. Wir führen im Moment nicht, aber der Gegner hat schon 21 Angriffe für die 37 Sterne. Und wir sind mal gerade so bei 12 Angriffen. Also das sollte uns in jedem Fall gelingen. Und ihr seht das hier oben, hier steht eine 1. Wow. Jo, das war nämlich auf dem Kopf, aber wirklich auf dem Kopf, hier 1000, wirklich auf dem Kopf, 1000 CK-Sterne, auch wirklich cool. Manchmal macht man ja 1001 oder 1003, nee, 1003 geht nicht, aber 1002 geht, aber die 1000 auf dem Kopf, und die holen wir uns hier natürlich auch ab. Das heißt, wir haben jetzt, ja, kommt schon ganz nah ran hier an Toto seine Game-Statistiken, aber das ist ein echter Free-to-Play-Account hier, hier habe ich noch nie gekauft. Und mir fehlt jetzt noch die Errungenschaft im Nachtdorf mit den 3000 Pokalen für die 1000 Gems. Und ich würde aber sagen, wir springen mal auf den Thorsten-Account, denn dort habe ich auch Clankriegsangriff, wo wir wirklich alle herzhaft drüber gelacht haben. Bevor wir aber ins Geschehen springen, ich habe mal wieder einen Dorfbesuch abzuarbeiten. Es ist der Dami bei mir, hat geschrieben in den Kommentaren, ich weiß es gar nicht mehr, besuch mich bitte oder kannst du mich bitte anschauen. Also Leute, mit den Kommentaren, wenn ihr mir das schickt, ihr werdet diese Posts ja nicht sehen in den Kommentaren, weil ich sie mal erst freischalten muss, weil ja so ein Hashtag da drin ist. Wenn ihr das mit Lattenkreuz schickt, dann steht das nicht unter dem Videos, sondern landet erstmal bei mir, ja, ich nenne das bei YouTube immer im Spamfilter. Und da stehen 17 oder 20 Stück im Moment drin, also schickt mir erstmal keine, denn ihr seht das ja hier, ich mache höchstens 1 oder 2 Dorfbesuche pro Folge, wenn überhaupt, und deswegen wird es ewig dauern. Also wer mir heute da reinschreibt, besuch mich bitte, du kannst dir in etwa ausrechnen, in wie viel Folgen du dann so dran bist. Aber wir haben hier den Dami vom Clan Buchers, er ist ein Rathaus 10 und das Rathaus 10 hier sieht auch schon sehr, sehr stark aus. Jetzt müssen wir mal eben checken hier. Wir haben hier 3er Tesla schon, wir haben hier alle X-Bogen, so wie ich das sehe, auch schon auf 4. Und die sind schon alle auf 13, also da ist er meinem Avatar in jedem Fall weit, weit voraus. Ich würde sagen, die Base hier, oh, die ist maxed.
Ich glaube, sie ist von der Defense her maxed und ist eine schöne Aufteilung hier, die Compartments mit den Luftabwehren und jeweils hier den Magiertürm. Das haben wir hier hinten auch nochmal, das Pärchen. In dem Bereich hier haben wir es nicht, aber da haben wir natürlich die X-Bogen und die Infernos. Aber hier unten, ich denke mal, er farmt sich hier die restlichen Mauern jetzt rein, denn das dauert und er hat sicherlich auch noch ein bisschen was zu forschen. Aber auch hier sieht das richtig gut aus. Mal Helden, bisschen mau. Also die Helden, jetzt überleg mal, wie lange die Def oder die Defensive und die Verteidigungsausbau beim Rathaus 10er läuft. Na, da hättest du ein bisschen mehr machen können und vielleicht auch ein paar mehr CK-Sterne, aber ich denke, du bist trotzdem mit dem Account hier zufrieden. Und truppenmäßig sieht das auch ganz gut aus. Meiner gehen noch ein Level hoch. Der Packer verträgt ja jetzt auch noch ein Level nach dem letzten Update. Und zaubermäßig sieht das aber schon ganz gut aus. Erdbeben geht noch ein Level. Der Eil geht, glaube ich, auch noch. Ne, der Eil geht. Geht der Eil? Ich glaube, der Eil geht auf 4 schon, auf Rathaus 10. Und aber sieht ganz gut aus, also viel gibt es hier nicht mehr zu tun. Ich denke, er ist auch zufrieden, hat auch schon ein paar Mal gedefft oder halt gedroppt. Im Moment haben wir ja Clanspiele und dann springen wir jetzt mal zu diesem kuriosen Angriff im letzten Clankrieg. Und der ist gemacht worden von Abo. Wir müssen mal genau hingucken auf diese Maxed Out Rathaus 9er Base, also auch mit Max-Helden hier. Der Gegner und hier geht es erstmal ganz behende, das ist auch ein Ausdruck, ganz easy peasy Richtung Queen, denn die sollte für diesen Angriff natürlich weg. Ihr seht das unten, hat er ganz, ganz viele Hawk Rider im Gepäck und bedient sich jetzt hier komplett nur mit Heilzaubern. Ist auch eine Taktik, die man durchaus machen kann. Was denn natürlich passiert, was hier jetzt natürlich passiert. Die Clanburg bzw. die Clanburg wird jetzt nicht gelockt. Ich gehe mal wieder ein bisschen weiter raus und ihr seht das hier. Die Truppen weichen jetzt nach rechts und links aus, weil natürlich nichts mehr hinter der Mauer ist, wo hier schon die defekte Queen ist. Und jetzt ballern natürlich die X-Bogen komplett immer auf die Außentruppen. Und ihr seht das hier. Jetzt kommt er hier raus und ihn hat keiner lieb. der Lava-Hund hier. Jawohl, vorbildlich da unten in der Ecke eingekeilt. Also ich versuche das mal so ein bisschen. Ihr seht hier im hinteren Bereich die ganzen vielen Hawks. Aber die stören den Lava-Hund natürlich in keinster Weise hier. Denn der geht ganz, ganz brav hier auf den Golem. Der Golem zieht jetzt so ganz langsam seine Kreise weiter. Also wir haben wirklich gelegen hier im Discord, als wir den Angriff live gesehen haben. Und ja, ich meine, ist immer ganz gut, wenn die Defense dann rauskommt, wenn die Queen noch in der Base ist. Und dann ist der Lava-Hund sehr, sehr nervig. Aber hier, ja, da war der Lava-Hund irgendwie mal so richtig über und irgendwie findet der keinen Anschluss hier. Der Golem geht hier ganz behende, ganz easy peasy durch. Und hier hinten können jetzt seine Truppen in aller Ruhe alles zerstören. Das stört den Lava-Hund hier überhaupt nicht und den Golem erst recht nicht. Also richtig nettes Ding hier und ja, war mal schön anzusehen. Und jetzt, das ist jetzt auch das letzte Lager. Ach, jetzt gehen die noch wieder weiter. Oh, okay, der Lava-Hund findet irgendwie heute nicht so wirklich den Anschluss hier. Und er verbleibt auch einfach so ein bisschen auf den Golems. Die gehen jetzt auch wieder zurück. Also ihr habt das ja gesehen, die sind so mal hingegangen, mal zurückgegangen. Und der Lava-Hund immer schön auf Spur. Also schön gemacht hier vom Abo vom Clan Bettaste. Wir haben den Clankrieg hier auch relativ hoch gewonnen. Natürlich nicht relativ hoch, ihr seht das hier. 86-86, also das Result war mal wieder nicht eindeutig, aber nach Prozenten gewonnen. Richtig starkes Ding von beiden Seiten hier. Clan 14 gegen Clan Level 15, also tolles Ding hier. Und wir machen hier noch, denke ich mal, einen Farmer-Griff, wo wir schon mal hier sind, würde ich mal sagen. Nehmen wir mal eben noch ein bisschen was mit. Und dann gucken wir mal, wie das hier überhaupt mit mir weitergeht. Da haben wir den Übeltäter gefunden. Den nehme ich mir mit. Das wird auch ein ganz besonderer Angriff. Also nicht, weil der jetzt besonders viel Lot hat hier und wir noch nicht wissen, über welche Ecke wir hier jetzt eigentlich reingehen. Ich glaube, wir gehen mal... durch die Ecke hier nicht. Die mag ich gar nicht so. Ich mag eigentlich eher sowas wie hier hinten. Wir gehen hier hinten mal beim Dicken rein, beim King rein. Und schauen mal, wie wir uns hier
hier durchschlagen können mit unserer schlagkräftigen Kobold-Armee. So, da haben meine Maurer ja schon mal Glück gehabt gerade. Dann ziehe ich die mal hier mit rein. Ich muss immer so ein bisschen meine Mauerbrecher beobachten, wie weit die gehen. Okay, die machen mir schon wieder alles auf. Das heißt, ich kann mir meinen Sprungzauber schon wieder sparen. So, jetzt geht das hier erstmal rein. Und mal sehen, ob das hier jetzt der denkwürdige Angriff wird. Ich kann ruhig so ein bisschen was verschleudern hier, was Elex angeht. Denn im Moment, ja, ich brauche noch ein bisschen was. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich keine Zauber einsetzen kann. Dafür, während ich hier so ein bisschen farme. Und, oh, jetzt, da. Irgendwie, komischerweise muss ich immer erst den King zünden. Immer erst den King. Denn der geht natürlich immer an vorderster Front. Mit breiter Brust vor. Tapst der hier voraus. Okay, der ist aber auf 0. Und den lassen wir auch so. Mehr brauche ich hier nicht. Denn ich habe damit, müsste ich eigentlich, zumindest habe ich ihm noch ein Schild verpasst. Ah, ich habe diese Challenge abgeschlossen. Das war gerade eine Challenge, die war ganz, ganz eng für mich. 1 Million Gold in einer Stunde. Habe ich aber gepackt, nämlich in genau 2 Angriffen. Ihr seht das hier. 676.000 hier unten und die 413.000 haben im jeden Fall gereicht. Und damit bin ich erstmal durch. Das gibt jetzt 300 Punkte. Da ich nur noch 200 anhaufen konnte, bin ich schon mal mit den Clanspielen hier durch. Und stehe erstmalig auch hier oben. Hat es auch noch nie gegeben. Habe ich aber jetzt mal ein bisschen reingehauen, hier ein bisschen Gas gegeben. Denn ich spiele mit den anderen Accounts natürlich auch noch in den Clan-Spielen mit. Und das soll es aber erstmal gewesen sein. Kurze, knackige Folge hier für einen Samstagmittag. Es ist jetzt auch gerade mal Samstagmorgen. Also ihr seht, ich bin mal wieder sehr, sehr zeitnah und zeiteng bei euch dabei. Bis dahin, euer Toto. Plätschen.